Heute zeige ich euch drei Gesichtspeelings, die man aus Lebensmitteln, die man meist zu Hause hat, selbst herstellen kann. Zuerst machen wir ein Meersalzpeeling. Dazu brauchen wir Meersalz, da das antibakteriell und entzündungshemmend wirkt. Zusätzlich etwas Honig. Dieser wirkt feuchtigkeitsspendend und macht dadurch die Haut weicher. Als Öl könnt ihr entweder Olivenöl oder auch Avocadoöl verwenden. Dieses hat den Vorteil, dass es schnell in die Haut einzieht und dadurch nicht so sehr fettet. Alle Zutaten müssen nun in eine Schüssel gegeben und gut verrührt werden. Vor jedem Peeling sollte man sich kurz mit warmem Wasser das Gesicht waschen. Danach wird das Peeling mit kreisenden Bewegungen circa eine Minute lang im Gesicht verteilt und anschließend wieder abgespült. Unser zweites Peeling besteht aus nur zwei Zutaten. Die wichtigste ist der Kaffeesatz. Hier könnt ihr gerne einen bereits aufgebrühten wiederverwenden. Zusätzlich brauchen wir noch Olivenöl. Hier kann man alternativ auch Jojobaöl verwenden. Ähnlich wie Avocadoöl zieht es sehr schnell ein. Außerdem ist es gut für unreine Haut geeignet, da es die Ausbreitung von Keimen verhindert. Nun wird wieder alles gemischt und anschließend in die Haut eingerieben. Als letztes folgt noch ein Zitronenzuckerpeeling. Zuerst fügen wir Olivenöl und Honig zusammen. Anschließend pressen wir den Saft einer halben Zitrone aus. Diese wirkt entzündungshemmend. Bei empfindlicher oder sehr trockener Haut sollte man hier vorsichtig vorgehen und weniger Zitronensaft verwenden. Man kann das Ganze auch zuerst an einer weniger empfindlichen Stelle testen. Anschließend brauchen wir noch etwas Zucker. Jetzt muss nur noch gründlich umgerührt werden und schon sind wir fertig. Beim Verreiben im Gesicht auf jeden Fall darauf achten, die Augen- und Mundpartie auszusparen. Außerdem sollte man das Gesicht nach der Anwendung gut waschen und am besten mit einem Sonnenschutz eincremen, bevor man nach draußen geht. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, dann lassen Sie uns gerne einen Daumen nach oben da. Für mehr Informationen zu dem Thema aus diesem Video besuchen Sie ganz einfach unsere Website www.hausundgarten-profi.de oder abonnieren Sie ganz einfach unseren Kanal.